Der legendäre Country-Sänger Johnny Cash ist tot. Er starb mit 71 Jahren in Nashville an den Folgen von Diabetes. Der US-Amerikaner wurde in seiner jahrzehntelangen Karriere mit 11 Grammys ausgezeichnet und beeinflusste Generationen von Musikern. Cash kam aus armen Verhältnissen und sang vor allem über die Alltagssorgen der einfachen Leute. Er stellt sich vor, als würde ihn nicht ohnehin schon jeder kennen. Der Rebell der Country-Szene macht aus Stadtkids Country-Fans. Er wurde zur Stimme Amerikas. Ich trage Schwarz für die Armen und Unterdrückten, sang er. In diesem Punkt blieb er sich sein ganzes Leben lang treu. Er wollte der Good Guy sein, der Gute und Aufrichtige. Mit 12 Jahren schrieb er die ersten Songs und er hörte nicht auf zu singen, bis er 71 Jahre alt war. Für seinen Erfolg zahlte er einen hohen Preis. Er wurde drogen- und alkoholabhängig. Seine spätere Frau June Carter half ihm über diese Phase hinweg. Johnny Cash wurde clean und entdeckte die Religion für sich. Mit seiner großen Liebe June schrieb und sang er seine berühmtesten Lieder. Man soll sich an mich als einen Mann erinnern, der seiner Musik, seinen Fans und seiner Familie treu war. Den Tod seiner Frau June in diesem Jahr konnte er nicht verkraften. Nur wenige Monate später begann sich auch für ihn das Buch des Lebens zu schließen. Nachdem er seine Liebe verloren hatte, erlosch auch sein Lebenswille.